Also wir machen gerade, wir probieren, wir machen so, wir müssen Zapateo machen, also Taps, und wir versuchen gerade, wie wir das zum Klingen kommen, weil es ist ziemlich schwer, wir tanzen 5 Stunden und ein Teil davon muss klingen, und wir versuchen jetzt gerade das zu basteln. Und dann in einer Stunde kommen die Musiker und dann kommen die Tänzer und, oder ein Teil davon, und dann heute machen wir einfach unsere Probe, was in der Umzug da laufen muss und für die Jury und alles ist. Das ist dieses Jahr unser zehntes Jahr, deswegen feiern wir diesmal uns tatsächlich. Wir haben sonst jedes Jahr ein extra Thema, aber diesmal sind wir alleine das Thema, weil es uns jetzt dieses Jahr 10 Jahre gibt. De todas las culturas, ¿no? Del mundo. Pienso, ¿no? Carnaval de las culturas. Das ist die Möglichkeit, ich kann meine Kultur, Kultur aus Peru, für die Deutschen, für die anderen Kulturen in Berlin leben, meine Kultur vorstellen. Das bedeutet. Arbeitet darauf hin, zusammen, wie du gerade siehst hier. Jeder zieht da an einem Strang mit. Ja, das macht Spaß. Ich finde es toll, dass Monate und ganz viel Geld und Kostüme und Vorbereitung und Robin und alles nur für einen tollen Moment, dann ist vorbei, aber wie intensiv hat das so schöner, ne? In Berlin ist es ja nicht mehr wegzudenken, das ist ja mit die Hauptsache oder das Hauptevent im Jahr, möchte ich fast sagen. Wir haben hier eine Probe für Forchalo und für Carnaval der Kultur. Wir treten wir auf am 11. Sonntag und ist die erste Gruppe der Karneval, Hermann Platz, dann genau in der Straße bis Fassmöckenbrück. 1, 2, 3, 4. Ich habe, glaube ich, den zweiten Karneval der Kulturen gesehen in Kreuzberg als Zuschauerin. Und dann habe ich gesagt, da mache ich mit. Carnaval der Kultur bedeutet einen Tag, dass die Ausländer, die hier sind, die Kultur, die sogenannte exotische Kultur, einen Tag im Leben draußen gehen können, mit ihren Klamotten, mit ihrer Kleidung, mit ihrem Rhythmus, einen Tag Erlebnis und diese Sehnsucht, vom weiter weg von ihrer Heimat zu sein, hier in Berlin zu leben. Ich finde toll, das. Diese ganze Gneisenauer Straße kann man die Karnavalkultur sehen, ab 12 Uhr am Sonntag früh. Brasilianer, Kubaner, Pakistaner, Inder, Portugiesen, Türke, Albaner. Ne? Und sie erleben diesen Tag. Ah, gute Energie heute Nacht. Macht total viel Spaß.